So, servus, legen wir gleich los. Heute fliege ich mit dem Flugzeug, das ich schon lange nicht mehr bewegt habe. Das ist der Ford Stream Motor. Von der Motorisierung her ähnlich wie die Fokker. Hat aber den Vorteil, dass es stabiler Bauweise ist und bei der Fokker mit den drei Motoren. Wenn man da Vollgas gegeben hat, hat man eigentlich das Flugzeug zerstört. Das war ja Holzbauweise. Und hat nicht so viele ausgehalten. Die Fokker wurde ursprünglich nur für einen Motor entwickelt und dann haben sie gemerkt, okay, der Motor, der ist ein bisschen schwach. Und dann haben sie einfach rechts und links nochmal einen Motor dazu gebaut und das war dann zu viel des Guten. Und damit haben sie eigentlich mehr oder weniger das Flugzeug zerstört, wenn sie Vollgas gegeben haben. Das passiert bei dem Flugzeug jetzt nicht, das ist Metallbauweise. Im Gegensatz zu der Ford sehr stabil. Im Gegensatz zu der Fokker. Sehr stabil. Das Flugzeug hat auch ein bisschen, wie soll man sagen, außergewöhnliche Startprozedur, möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt doch individuelle Startprozedur. Und ich habe es bei YouTube-Videos auch gesehen, dass manche den Motorrad nicht angekriegt haben, obwohl. Ich habe aufgepasst, obwohl sie das richtig gemacht haben. Also es ist nicht gesagt, dass sofort der Motor anläuft. Es ist entweder Glücksspiel oder die Motoren waren früher einfach so, dass sie nicht jedes Mal sofort gestartet sind. Wie auch immer, ich probiere das jetzt. Die rote Farbe hat mir ein bisschen gefallen. Die habe ich jetzt ausgewählt. Und ich starte mal von Weiden. Also dem Flugplatz. Der kommt mir jetzt bekannt vor, so vom Namen her. Ich glaube, den habe ich schon mal benutzt. Ich habe es ja auch installiert. Aber ich habe so viele installiert. Wenn man hier Deutschland anguckt. Ja, das sind alles, oder fast alles nachinstallierte Flugplätze von mir. Von flightsim.to. Und ich kann mir nicht an alles erinnern, was ich da installiert habe. Und ich bin mir sicher, wenn ich den, wenn das eine Stimme selber installiert habe, dann kann es auch sein, dass inzwischen ein Update verfügbar ist, das ich jetzt aber jetzt nicht runtergeladen habe. Flugbedingungen, Live-Weather, Live-Uhrzeit. Und dann starten wir einfach mal, aber ich möchte nicht von der Runway aus startet, sondern vom Parkplatz aus. Ja, einfach hier. So. Es sind kurze Start- und Landebeine. Aber das Flugzeug braucht nicht viel. Das müsste eigentlich gut hochkommen. Obwohl es bis 1800 und 1900 Fuß sind, müsste das packen. Starten wir einfach mal. Tja, zum einen ist die Bandbreite zu niedrig, zum anderen steht das Flugzeug ein bisschen komisch da. Hallo? Vielleicht liegt es auch daran, dass das Haus in der Nähe ist und da einfach eine Hitbox drauf ist. Ich denke, ich würde den Flug nochmal starten und ich suche einfach einen anderen Parkplatz aus. Und hofft, dass die Bandbreite dann wieder da ist. Bandbreite. Also ich habe jetzt vorher, wo ich jetzt geschwind nochmal ins Menü gegangen bin, geguckt in der Daten Einstellungen war ich nicht offline. Ja, hier merkt man es auch die Textur. Da war ein Flugzeug auf der ist ein Flugzeug auf Satellitenaufnahme. Ja. Aber was soll's. Dann versuchen wir mal, ob man die Maschine zum Laufen bringt. Und ich versuche auch nochmal, ob ich die Daten online hinkriege. So, also ich habe jetzt gerade nochmal die Daten eingeschaltet. Wir hoffen mal das Beste.
die Kameraansichte. Links vorbei, rechts vorbei. Das ist eine wichtige Ansicht, weil hier hatten wir die Motor. Die drei Sachen vor dem Motor. Drehzahl. Temperatur. Das ist der Öldruck. Okay. Okay, und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Dann haben wir hier die Hauptavionik oder beziehungsweise das haben wir es hier gehört, das sind meine Pedale. die Hauptinstrumente. Dann hier das die unteren Instrumente. Dann haben wir hier noch hinter vom linken Motor und vom rechten Motor die Tankauswahl. Und das ist die Auswahl, von welchem Tank das es abgeht. Ja. Und vom Mittelmotor ist hier unter. Moment. Ist hier unter der Haupttankwahlschalter von der mittleren Motor. Was auch ganz wichtig ist, dass man die Magnetos vom Honeycomb trennt. Weil ansonsten passiert genau das. Ja. Dass man alles gleichzeitig macht. Und das ist jetzt nicht Sinn und Zweck, weil die Nassprozedur durch jeden Motor extra angibt oder zu machen ist. Und seitdem habe ich das getrennt. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Halt, das war hier. Gucken wir mal geschwind. Right Engine on. Ja, das müsste eigentlich alles korrekt sein, oder nicht? Left Engine on. Okay, sind eingeschaltet. Das ist jetzt von welchem Tank, oder? Reserve. Treibstoffwahlschalter. Ah, der Reservetank ist jetzt ausgeschaltet. Okay. Okay. Also wenn sie dann springen, dann weiß ich, dass ich irgendwas vielleicht mit dem Tankwahlschalter falsch gemacht habe. Dann ich gehe gleich mit den mit dem Gemischregler nach oben. Aber das ist schon von vornherein eingeschaltet, was eigentlich ja, nicht sein sollte. Aber in dem einen, das ist, weil halt viele sich das doch nicht so arg zu Herzen nehmen, wie das funktioniert, und dann eventuell Wasserruder. Ja, dann halt einfach das vergessen einzustellen. Also. Probieren wir es mal so zu machen, wie es in dem YouTube-Video war. Hier haben wir den Primer. Moment. So. Fangen wir mit dem linken Motor an. Man muss den Primer zuerst drehen. Ja. 1, 2. Also, er dreht dann nicht das Ofen. 3, der hat es 4-mal gemacht. Dann wird der Motor praktisch, ja, ich glaube, das ist so wie ähnlich wie ein Schwungrad. Halt, muss ich die Batterie einschalten. Generatoren und dann bin ich halt auch gleich. Jetzt muss ich warten, bis das hochspringt. Man hört so ein bisschen, es dreht sich. Jetzt ist hochgesprungen, jetzt machen wir hier Kuppeln. Und das hier.
bisschen mehr Gas vielleicht. Ja, er läuft. Was mich jetzt ein bisschen gerade gewundert hat, ich habe die Propeller bewegt. Es gibt keine Propeller in dem Flieger, aber ich höre was. Das hier dürfte man normalerweise gar nicht hören. Okay. Dann machen wir den mittleren Motor. Nach oben. Viermal Primer. Eins, zwei, drei, vier. Dann starte. Wenn es hochspringt, die Kupp jetzt wurde das praktisch das Schwungrad wird dann praktisch eingekuppelt zu dem Propeller und dann wird es angesprungen. Dann springt es an. Ich habe jetzt auch hier die Informationen vom Motor. Was mir nicht gefällt, ist die Kamera an sich, die da. Da muss ich ein bisschen kleiner machen und ein bisschen nach oben. So. Das ist jetzt. Jetzt haben sie es gespeichert. So. Also gut. Dann gehen wir jetzt zum rechten Motor. Viermal Primer. Starter, warte bis es hochspringt. Das Schwungrad wird jetzt angetrieben. Dann das Schwungrad mit die Kupplung verbinden. Und Magnetos sein. So, eigentlich ganz easy, aber doch irgendwie individuell. Gerade bei den alten Flugzeugen ist, ja, im Grunde genommen, es ist immer das Gleiche. Aber die haben alle unterschiedliche Schalter und unterschiedliche Benzinhähne, unterschiedliche Anlassprozeduren, gerade mit dem Schwungrad und so. Ja, ich meine, das Prinzip, was dahinter steckt, ist ja immer das Gleiche. Ja. Okay, dann mal gucken, ob das Anti-Eis hat. Also beim Honeycomb schaltet sich das Lämpchen aus. So, was wir jetzt natürlich vergessen haben, ist die Beleuchtung. Positionslichter, ja, das dürfte dann die Navlichter sein. Gucken wir es mal schnell. Ja, das sind die hier. Ja, genau, das war's. Und hinter. Naja, ich hab's halt nochmal eingeschaltet. Okay. Also hier haben wir das vom Mittelmotor. Öldruck müsste das sein. Die Temperatur und die Drehzahl vom Mittelmotor. Vom linken Motor haben wir es natürlich hier. Und vom rechten Motor hier. Okay. Dann kann man das hier wieder zudrehen. Jetzt ist es gelockt und das hier wieder nach unten. So.
mal, was die Beleuchtung im Handicom zum Tor hat. Okay. Landelicht, habe ich da was gehört? Ja, hier unten. Also Landelichter geht. Und Navigationslichter geht. Kabinebeleuchtung, das müsste dann irgendwann mal testen, wenn es dann dunkel ist. Mach jetzt nicht. Dann. Das hier, Moment. Festgestellt, dass ich Ölding nicht eingestellt habe, was wichtig ist, das hier. Genau. Okay. Also. Das habe ich zusätzlich, das ist über zusätzliche Lichter und das hier und das hier ist for, just for fun. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die ATC diesmal mitspielt. Nicht so wie beim letzten Mal, dass ich nichts gehört habe. Echo Delta Quebec Whiskey Traffic Mark Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 32 right. Das haben wir gehört, das war jetzt ein Funkspruch von der Qualität her, das hat so ein bisschen knackst und dann weiß man, okay, gut, das ist ein Funkspruch, der geht durch. 32 Euro. 32 Euro. Ist die Beton, okay. Dann gehen wir geschwind. Okay, der hat keinen Kreiselkompass, der hat nur den magnetischen Kompass. Also doch, hier tut sich was. Ich kann den aber nicht kalibrieren. Okay, gut, wir können ja auch leben. Die Höhe. Uhr. Radio Magnetic Indicator. Das hier empfangen kann. 111,8. Halt. Echo Delta Quebec Whiskey Traffic Martin Romeo Juliet 66 taking off runway 32 right right touch and go. Das war so falsch. Echo Delta Quebec Whiskey Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 32 right. So, 111,8. Das könnte ILS sein, aber das hier. Tatsache ist, mein Heading ist es auf 32. Das stimmt weder mit dem hier, also 032 meine ich,
bestimmt gar nichts. Radiomagnetic Indicator. Das hier stimmt zwar, und das ist mein Heading, das stimmt. Aber das hier. Moment, vielleicht könnte das hier sein. Nö, nee, auch nicht. Auch nicht. Ah, die F vielleicht. Das könnte das ADF sein, weil ich habe ja hier ein ADF, also praktisch ja. Okay, gehen wir los. Rollwerk 32. Ich tue das hier mit meinem Heading-Bug mal eingeben. Das kann man trotzdem eingeben. Auch wenn das im Flugzeug gar nicht verbaut ist. Der Heading-Bug. Aber das ist jetzt für mich eine Hilfe, zum Wissen, welche Richtung die Rennwehr ausgerichtet ist. So, 32. Praktisch jetzt hier runter und dann nach links oben. Okay. Gucken wir uns mal an. Wenn es hier starte, hier rüber dann. Okay, noch ein Pushback. Tracking ein. Pushback beende. Also das Flugzeug ist entweder Famous Fire oder Lodge Election. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Rubrik das jetzt veröffentlichbar ist. Aber von dem her gesehen wird es einfach zu fliegen sein, damit auch jeder damit fliegen kann, der was sich kauft. Was gut ist, sind die Fenster da oben. Also im Seitenlage hat, Kurvenlage hat, kann man hervorragend gucken, wo es hingeht. Das weiß ich noch. Und jetzt schon mal fliegen. Und die Bandbreite ist zu niedrig. Was mich wundert, wenn bei mir die Bandbreite weggeht und in den Offline-Modus praktisch gehe, die werden nicht mehr verbunden. Wenn das bei anderen Leuten passiert, das sieht man ja. Oder komm ich da vorbei? Das sieht man ja bei YouTube-Videos, dann passiert es genauso wie mir. Aber dann kurz drauf, ein paar Sekunden drauf, sind sie plötzlich wieder verbunden. Da kommt so ein grünes Zeichen, ja, wieder verbunden. Und genau das fehlt bei mir. Also ich fliege jetzt weiter, ob die Bandbreite da ist oder nicht. Und ich schalte jetzt auch den Rekorder ein. Also, ich weiß nur, die Startbahn ist nicht zu kurz für das Flugzeug. Aber natürlich, wenn man jetzt landen möchte, dann hier wird die Grasfläche. So, ein bisschen Aussicht noch. Ich habe keine Flaps.
keine Flaps. Okay, starten wir. Moment, check das. Passt. Landelichter. Moment, Generatoren. Ein, okay. Die Landelichter bei uns, ich vergesse es nachher. Man sieht es auch hier in dem Weißen, in dem Ding hier, die Landelichter verbrauchen wahnsinnig viel Strom. Jetzt schaltet es ein. Dann merkt man, dann bin ich im Minusbereich, obwohl die Generatoren eingeschaltet sind, ja. Der Zeiger muss immer rechts sein, sonst verbrauche ich mehr Strom, als ich laden kann. Das schalten wir mal aus. Also ich bin jetzt nicht mehr online praktisch, was die Dinge angeht, was Bing Maps angeht. Aber es sieht trotzdem akzeptabel aus. Ja. Dann gehen wir ein bisschen zurück mit dem... gehen wir so auf 16 zurück. Das muss ich jetzt mit dem Schubregler machen. Und ein bisschen tue ich auch das Gemisch runter. Macht Spaß, weil es im Grunde genommen ja, individuell ist, auch wenn es die Fokker auch gleiche Motorisierung hat, ist es trotzdem individuell und trotzdem einfach zu fliegen. Und man kann auch sehr gute Landschaft angucken. So, jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwo NDB findet. Klicken wir mal das OKG 217. Das muss ich schon anders machen. Ich bin ein bisschen überrascht, was die Anzeige hier bedeutet. Das habe ich in Rode und Weiße. Das Trail mal geschwind. Also der Weiße ist definitiv das ADF. Fußgeschwindigkeit im Malzberg, okay. Dann testen wir mal, ob wir einen Querruder hin.
kein Querruder Trimmung und auch kein Seitenruder Trimmung. Also das hier stimmt, das bin ich. Genau hinter mir ist das OKG mit der Frequenz um 317, der habe ich eingestellt, und der weiße Zeiger zeigt genau hinter mir. Es stellt sich bloß noch raus, was ein roter Zeiger ist. Das könnte eventuell dann das SNAF sein. Dann stellen wir das SNAF einfach 115,7. Jetzt schalte ich um. Ja, genau. Also das Rote ist NAV, die Position vom NAV, und das Weiße ist die Position von ADF. Ja. Okay. Also gut, dann fliegen wir jetzt den Flugplatz hier an, der heißt keine Stadt. LKCB. LKCB. Und hier sieht man dann praktisch, wo das sich befindet. Halt. Komm schon. Auf 1600 Fuß, ich bin jetzt praktisch 3000 über der Flugplatzhöhe. So, dann fliegen wir ein bisschen in die Gegend rum, aber ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen runter. Ich möchte dann doch unterhalb von der Brücke brennen, das heißt, jetzt habe ich nichts vom Flug. Ich hoffe, dass es unterhalb von der Wolkengrenze schöner aussieht wie jetzt hier. Dann lassen wir mal Co-Pilotin mit der ATC kommunizieren. All Cat 9.
Mariner 750 contact, Munich Center on 120.65. Good day. Center Martin Romeo Juliet 66 is type 4 miles northeast of Echo Delta Quebec Whiskey 3,400 feet. Request flight following. Martin Romeo Juliet 66 Center. Squawk 2014. Ich hab doch den eingeschaltet. Ach, Trimmung war das. Eieiei. Wieso macht er seinen Job nicht? Squawk 2014 Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet 66 radar contact 5 miles northeast of Echo Delta Quebec Whiskey 3,200 feet. Altimeter 30.02. Jordanian 151, you are 400 feet above your assigned altitude. Descend and maintain flight level 420. Der sollte jetzt eigentlich da mitschwätzen. Wieso macht er das in der Folie und? Descend and maintain flight level 420, Jordanian 151. Roger Martin Romeo, Juliet 66. Okay. So, jetzt bin ich tief genug, jetzt können wir ein bisschen Gas geben, damit wir die. Ziel ein bisschen schneller erreicht. Ja, mit Bildemacher warte ich, bis ich die Sonnenseite des Lebens erreicht habe. Ja, man sieht es jetzt hier schon. Das ist matschig. Ich versuche mal, die Bing Maps wieder zu laden. So, also die Bing Maps müsste das wieder gerade sein. Ja, während die Bing Maps geladen sind, wird dann Offline-Benachrichtigung drückt. Das ist doch manchmal zum Kurzen. Also noch bevor ich zurückgekommen bin vom Menü, war die Bing Maps wieder inaktiv. Okay. Was mir jetzt auffällt, es ist vorrangig in Deutschland so oder als Europa. Wir haben es jetzt Mittwochmittags 13.20 Uhr. Ich habe heute Urlaub. Das heißt also, viele Leute sind bei der Arbeit und können gar nicht vor dem Bildschirm hocken, wenn sie jetzt nicht gerade Schüler sind. Ja. Warum habe ich dann keinen Zugriff auf die Bing-Daten? Das ist doch blöd.
glaube, Aufreger bringt da auch nichts. Also das hier, arbeitet synchron zu dem da. Lass mal gucken. Und ich habe ja hier keinen Kurseingabe. Wenn ich jetzt aber hier den Kurs ändere, Moment. Und zwar so weit ändere, bis sie nahe in der Mitte ist. Ich habe die Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, einen Kurs zu ändern, weil das bewegt sich auch. Kann ich hier einen Kurs eingeben? Ich habe keinen Heading-Bug oder Kurseingabe-Ding. Heading-Bug ist ein anderes Thema. Also Kommando zurück, ich fliege jetzt einen anderen Flughafen an, und zwar einer mit ILS. Der hat kein ILS. Erfurt ist mir zu weit, ich habe ja kein Düsenjet. Also gut, dann lande ich jetzt einfach mal auf dem OKG und das Ding mache ich mal am nächsten Flug. Das heißt,
23 Knoten. Eieiei. Ja, sie nehmen 24. Lima Kilo Charlie Bravo Traffic Martin Romeo Juliet 6610 miles southwest 4600 feet inbound to land runway 24. Kurs. Ihr müsst jetzt hier unten dann nachher trotzdem eine korrekte Anzeige haben. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Gegenflug. Ich muss runter auf 3540, okay, bin 1200 über Landebahnhöhe, das ist okay. Halt, 1500, nein, das ist die Länge. Hey, hey, hey! Ich bin 3000 über Landebahn. Also hier haben wir das Gewässer und links daneben ist es. Da steht drüber das Gewässer, dann muss es hier irgendwo sein. Oder weiter hinten. So. Gehen wir mal ein bisschen in den Sinkflug. Dann die Lichter schalten wir ein. Lima Kilo Charlie Bravo Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on downwind runway 24. Näherungsgeschwindigkeit im Kilometer. Hier steht es in Knoten und da in Meilen. Haben wir 120 im Anflug und lande 110. Haben wir komplett 120. Wir sind in Meile 75. Also Anflug 80, Landung 70. Okay. Hier sieht man sehr deutlich, das Ding arbeitet richtig. Das Rote ist SNAF und das Weiße ist NDB.
bisschen langsamer trimme. Es sieht halt echt kacke aus ohne die Bildmessung, ja. Ich hoffe, dass ich den Replay nachher schaffe mit Bildmessung. Da sieht so scheiße aus. Lima Kilo Charlie Bravo Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on base runway 24. Bin ich ungefähr 1000 Fuß über Landebahn Höhe. Also ich versuche ein Replay zu machen mit Bildmessung, weil das ist ja kacke. Jetzt sieht man hier, wie das rüberwandert. Langsam einschwenken. Lima Kilo Charlie Bravo Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on final runway 24 to land. Da haben wir's. Dann drehe ich das in Eingeschalter. Alles andere stimmt auch. Okay. Geschwindigkeit, ich bin noch ein bisschen zu hoch. Also die Sinkgerade tue ich immer mit dem hier 80. Dann muss hier 400 sein, so ungefähr. Dann mache ich jetzt das nicht abhängig von dem hier. Ja, ich hab. So wie es aussieht, sei der Wind. Ja, und jetzt kommt die Sonne rein. Jetzt sollte scheinbar Headtracking ausfallen in dem Moment, wo ich landen will. Mit Sicherheit. Ich habe das Glück. Geschwindigkeit ist noch im grünen Bereich. Ist immer noch im grünen Bereich. Gerade bei solchen alten Motoren sollte man nicht in Idle gehen, bevor man landet, weil die brauchen ziemlich lang, bis sie wieder auf Tour kommen beim Durchstarten. Ah! Hey. Jetzt kommt Sonne zum Fenster rein. Na? Okay, Headtracking aus.
Okay. Dann nennt er Parker McLean, aber den hier. So. Blende Licht aus. Cut off. Das probieren wir mal, ob das wieder einen Wert hat mit dem Head-Tracking. Okay. Cut off habe ich gemacht. Dann die Magnetos alle aus. So. Dann alle Lichter sind aus jetzt. Okay. Peterheat, weiß nicht, wo der Peterheat-Schalter hat, aber ich höre da was. Es tut sich irgendwas. Und was war es noch? Avionik-Schalter habe ich jetzt ausgeschaltet. Ja. Auch wenn das kein Avionik-Schalter hat. Generatoren aus. Batterie aus. Dann, wie sich's gehört, das hier. Das hier sollte eigentlich auch ausgeschaltet sein. Na. Rauchbremse. Na, heieiei. Head-Tracking aus. So. So. Okay. Dann müsste es eigentlich jetzt abgesichert sein. Dann versuche ich ein Replay zu machen mit besserer Textur. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Und wenn es klappt hat, werde ich das Video anfügen. Ansonsten bin ich raus. Und ich mache mich vom Acker. Und tschüss. So ein Mist. Jetzt gerade. Ein bisschen die Pinktade wieder schwächeln. Aber die Landung ist drauf.
Also. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich mit mehr Glück, was ich da dann geht. Ich verabschiede mich dann. Ciao.